So, hallo und herzlich willkommen zurück zur siebten Folge von Let's Play Dying Light The Following. Ich glaube, es ist die siebte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir sind auf jeden Fall hier wieder in der Stadt und wir müssen einen Brief. Wir haben eine Menge abzugeben, sagen wir es mal so. Die ganzen Quests vom letzten Mal. Die heutige Folge werde ich mal nicht so lange machen, weil ich will vielleicht immer so ein paar lange Folgen, ein paar kurze machen. Mal schauen. Holy shit, really? Thank you. Wonder what it's about. I hate to ask, but I can't read. My wife always read this stuff for me. But now that she's gone, would you mind? Oh, yeah, no problem. Okay, let's see. You sure you want me to read this? I mean, it's a personal letter. Yes, please. Okay, so. Polat, you damn son of a bitch. Don't you even think about dying out there. If I find out you were killed by a zombie, I'll fucking haunt you in the afterlife. Your ass is mine. Love, Talo. Oh, damn. I missed that man. Pardon? Talo. That's my brother. Haven't seen him for months now. Wonder if he's still alive. Thank you so much for bringing me this. Das ist ja süß. Der Bruder schimpft seinen Bruder Hurensohn. Was? Okay. Was haben wir hier denn noch drinnen? Da gibt es auf jeden Fall wieder was Neues bei Jazeer. Müssen wir da was abgeben? Nee, ne? Da haben wir eine vermisste Person mal wieder. Ich habe noch nie eine vermisste Person gefunden, fällt mir gerade so auf, ne? Ja, aber ich muss doch zu Jazeer, oder? Mach sein Radio aus. Du Arsch. Hä, aber der spricht ernsthaft nicht mit mir. Aber ich muss doch hier die Quest. Was ist das hier für eine Quest? Sprechen Sie mit Jazeer. Ich muss doch mit. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Gut, dann kümmern wir uns gerade mal um hier hinten. Ey, es ist abnormal, wie viele Quests es hier gibt. Diese Abstimmung übrigens zu dem Stream, die ist einfach fast 50-50 ausgegangen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Excuse me, Sarah. I found something for you at the post office. Are you serious? I mean, thank you, but why did you bring this all the way here? I just thought it might be important. Well, for a moment there, I felt like everything was normal again. Like this nightmare never happened. Was liegt da hinten in dieser Kiste links von ihr? Das sieht aus wie Ohren. Hey, no problem. Oder Steine? Was zum Teufel soll das sein? Jetzt kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie essbar ist. Was ist hier? Achso. That's you? Here. Brought you something from the post office. Are you kidding? That's great. Wow. For fuck's sake, you brought me my power bill. Well, don't get mad at me. I don't read other people's mail. I didn't know what it was. Ah, fuck it. It's not like I'm gonna pay it. Okay. Und hier oben haben wir noch Quests zum Annehmen, wie es aussieht. So, you don't think Air Khan was there when it happened? No. No, I don't. Alright, so what then? I didn't know him personally. But I've heard people talking throughout the years. He wasn't the bravest of men before the outbreak. Well, I did find him in a cellar. You think he was hiding the whole time? Well, I didn't say that. It's possible, though. That's hard. Mir gefällt ihr Voice Actor. Ihre Stimme ist gut. That someone wouldn't want to die when he doesn't stand a chance in a fight? That someone would abandon his family, his loved ones in a situation like that. I don't know, Kyle. I wish I knew what I really think about this, but I don't. But I don't know. I don't have an opinion. Just, would you? I would really like to think for a while. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie noch wichtig wird. Sie ist irgendwie so wie, keine Ahnung, mit wem kann man es vergleichen? So eine Hauptprotagonistin. Da ist Erkan jetzt. Oh, Erkan. It's good to see you here. So how's she doing? Still not responding, but I think she's getting better. Yeah, it looks that way. And how are you doing? I'm, I didn't even have a chance to thank you yet. Sorry for before. I was in shock. I didn't think. Thank you. Thank you for saving me there. Yeah, well, I've faced a lot worse recently. I'm glad I could help. I wish I was like you, but you can't teach an old dog new tricks, can you? Hm.
Naja, kann man nichts machen, ne? I need to focus on her right now. She's the only bit of my old life I've got left. Na gut, dann mach das, dann will ich mal nicht stören, ne? Guck nicht so. Okay. Schauen wir, ob wir noch Posters liefern müssen hier. Ich werde Jazeera war einfach der Letzte und deswegen können wir jetzt erst zu ihm hin. Nee, ich kann nicht mit ihm reden. Ey, das ist... The fuck? Okay, egal. So, wir gehen zu unserem Auto, würde ich sagen. Die Sache ist, ich kann mich jetzt mit den... Ich guck mal, ich habe mal Fertigkeitspunkte, ne? Ich habe mal eine Kraftstufe. Was können wir da Neues machen? Ein kräftiger Schlag, der erste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer verbraucht. Halten Sie linke Maustaste gedrückt oder lassen Sie los, erfordert eine Einhandwaffe. Ja, ist okay, machen wir. Aber die Zusammenkunft ist die nächste Story-Quest. Da muss ich mit Jazeera sprechen. Aber das kann ich nicht, ne? Also, ich meine, jetzt steht es sogar da, aber... Doch, jetzt geht's. Jazeera, what's wrong? What's going on? We don't have a clue. Everything seemed all right, and suddenly people started feeling sick. I hope you know something about it. Well, I don't, but I'll see if I can figure out what's going on. Okay. Also ist das Wasser verseucht? Or what? Or what? Haben Sie das Wasser verseucht? Ich wette, bei der Pumpstation ist jetzt so ein fetter Rammer. 100 Pro. Kyle, you've shown that you truly believe what you're doing is right. Soon you will become one of us. Okay. Hört sich interessant an. So, erstmal zur Pumpstation zurück. Da waren wir ganz am Anfang mal. Ihr erinnert euch sicherlich. Den kann man nicht überfahren, den kann man nicht überfahren, den kann man nicht überfahren. Ah! Den Bolter könnte ich aber überfahren. Komm her, Kollege. Nein! Fuck off! Das ist so schwierig, die zu überfahren. Come on. Den hole ich mir und dann gehe ich zur Pumpstation. Der läuft hier zur Pumpstation gerade. Ist doch perfektes Timing. Nein, das war so knapp. Komm her jetzt. Ich krieg dich doch eh, bleib doch einfach stehen. Ich glaub nicht dran, dass ich ihn krieg, glaube ich. Oh ne. Nicht gut. Ja, okay, wir scheißen drauf. Jungs, hört auf. Lass mein Auto in Ruhe. Es geht so nicht weiter. Lol. Okay, dann müssen wir dem Typen zuerst helfen, wie es aussieht. Ja, das macht ja nichts. Dann fahren wir schnell zu dem. So. Der ist da oben irgendwo. Hier war in der Nähe das Schattenjägernest, glaube ich, wo wir schon mal waren. Ist erledigt, Kollege. Gönn mir erstmal deine Kiste. Thanks, Stranger. Kein Problem. Ja. Das ist echt worth, die Dinge zu holen, weil die... also Paladin ist halt echt schon ein starkes Upgrade. Ich meine, es gibt logischerweise jetzt, denke ich mal, noch stärkere. Wenn ich halt so nachdenke, aber... Paladin ist halt eins, das würde ich mir nonstop auf so eine Waffe hier draufklatschen, jetzt mittlerweile so oft, wie ich die bekomme. Also die ganzen blauen Upgrades. Ich glaube, King ist das Beste, was wir vorher hatten und was es gab. Oder gab es irgendwas Besseres noch? Angel oder sowas? Ich weiß gar nicht. Es gab, glaube ich, ein Orangenes. Und sonst nur Lila, ne? Und Lila war halt das Beste. So. Wie gesagt, ich traue mich schon wetten, dass da jetzt so ein
Rama drinnen ist, also diese ganz fetten Viecher. Huch. Jetzt ist er zugesperrt. Finden Sie einen Weg hinein. Ja, so ganz obvious wäre mal natürlich oben reinzugehen. Wenn ich da irgendwas aufmachen kann. Ich glaube aber nicht. Hm. Hier drüben vielleicht? Nee. Sieht auch nicht so gut aus. Da sind noch Garagentore. Aber die sehen auch nicht so aus, als ob man die aufmachen könnte. Da liegen ein Haufen toter Leute. Das kann man auch nicht aufmachen. Und hier kann man auch nirgends hin. Gut, das heißt, so konkret will ich da jetzt nichts finden. Da das aber nicht hier nach hinten geht. Ja, genau. Ich schätze mal, ich muss hier ran. Guck hier. Schloss knacken. Okay. Das sollte funktionieren. Wir tauchen nochmal kurz auf. Geh mal hoch hier. So. Sollst du nochmal kurz Luft holen, bevor du da jetzt reinschwimmen musst, Crane. Alles gut. So. Ich nehme mal zur Sicherheit schon die Pistole. Wer weiß, ob wir die gleich brauchen werden. Wenn da so ein fettes Teil drin ist, wie gesagt, dann werden wir es brauchen. Ein Magazin, dann ist er aber auch tot. Was machst du hier? Geh weg. Banditen also. Lying, motherfucker. She looked better, like cured, maybe. Now I know you're lying. Nobody gets their mind back after that kind of shit. Telling you, man, seen it with my own eyes. No way. He killed himself. She died. Kid wound up on the streets. Got it in her head. What the hell? What's going on? So, der ist erstmal weg. Und der ist auch weg. Was macht ihr hier drinnen aber? Ganz ehrlich mal. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Ich will die Kollegen hier kurz looten. Chill mal kurz. Das kann man alles verkaufen. Du weißt. Wenn ich da so nicht reinkomme, wie dann? Hm. Oh mein Gott, Alter. What's going on? I give up. Du Spasti, Mann. That flashlight. All right, Chief. You got it. But I've seen this uniform before. You're what's left of Rise's gang, huh? We're I don't know exactly. They didn't tell me. I just joined. Quit lying, asshole. What are you fuckers doing out here? I don't know. So you understand, I'm a hair away from killing you, right? Okay. I'll talk. But all I know is the boss had a plan. Poison the water supply, loot everybody. We brought some corpses, threw them in the water. Jesus, you sick bastards. Who's your boss? Where is he? I don't know. Mm-hmm. I told you, I just joined. I didn't want to do it. I swear. Yeah, just following orders. Let's find out what Jazeer has to say about that. See if he's in the mood to hear excuses. Come on, Chief. Don't do it. They'll fucking lynch me. I'm not gonna die. Not like that. Schnauze jetzt. Wegen dir habe ich voll viel Munition verschossen. Der hat aber eine coole Waffe. Die sah halt cool aus. Wahrscheinlich ist sie scheiße, aber sie sah gut aus. So. Klebeband. So, dann gehen wir hier hoch. Ich dachte jetzt erstens, dass da so ein Rama drin ist, und dann sind hier einfach so Banditen, so richtige Wacks. So. Did you hear? I'm at the pumping station. Send some people here ASAP. And don't let anyone drink this water. What happened? Some bandits threw corpses into the water. Clean out the bodies and the water should clear up again. You got that? Of course. Thank you. We'll take care of it as soon as possible. Gut.
haben wir das erledigt, super. Ja, die nächste Aufgabe wäre eigentlich zu denen runterzufahren, ne? Das Auge der Sonne. Was habe ich denn sonst noch für Quests? Säubern Sie den Bereich. Ist unglaublich starke Monster, von denen wie wir sie töten können. Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass so ein Scheiß halt dann Schattenjäger sind oder irgendwie neue Viecher vielleicht sogar. Dann Sabit müssen wir finden und ein Schattenjägernest zerstören. Also sehr schwierig, hört sich ja echt super gut an. Hä, vor allem das gibt halt weniger als das hier. I mean, what the fuck? Egal, wir machen als nächstes die Hauptquest, aber das machen wir in der nächsten Folge, denn ich habe gesagt, heute mache ich wieder mal eine kürzere Folge. Das ist einfach so eine Abwechslung drinnen, glaube ich, so dass ich mal... Es passt eigentlich gerade mit der Quest einfach perfekt, ne? Deswegen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen um 16 Uhr wieder. Und dann machen wir die Hauptquest weiter, mal schauen, wie lange die dann geht. Und ja, bis dahin, haut rein. Ciao.